Laufen brachte. Meine Motoren sind die einzigen gewesen, die also kein gebleites Benzin brauchen, weil sie keine rotglühenden Auspuffventile mehr haben. Und sie werden später beim Wasserstoff diejenigen sein, die am wenigsten die zu rasche Entzündung des Wasserstoffs nicht bewirken, sondern die das gut vertragen. Sie glauben also, dass der Rotationskolbenmotor den Hubkolbenmotor am Ende verdrängen wird? Sicher wird er das am Ende. Aber das wird genau wie bei der Dampfmaschine ein evolutionärer Prozess sein, wird also langsam vor sich gehen.